So, jetzt fangen wir mal an mit der Aktuellen Stunde, Tagesordnungspunkt 70. Das ist eine Aktuelle Stunde Bündnis 90 Die Grünen. Bürgerbeauftragter kommt, 20.16.80. Es kommt nicht der Bürgerbeauftragte, es kommt der Kollege Jürgen Frömmrich, der zuerst spricht. Bitte sehr, du hast das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir freuen uns, dass wir im kommenden Jahr auch in Hessen einen Bürgerbeauftragten oder eine Bürgerbeauftragte bekommen. Ich finde, das ist ein gutes Zeichen, ein gutes Signal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen, damit das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die demokratischen Einrichtungen, die Verwaltung und die Institutionen des Landes weiter stärken und für noch mehr Transparenz staatlichen Handelns sorgen. Ich finde, das ist ein wichtiger und guter Schritt, den wir da gehen. Die neu einzurichtende Stelle soll als Vermittler für die Bevölkerung im Umgang mit Behörden dienen. Hierzu zählen ausdrücklich auch die Sicherheitsbehörden des Landes Hessen. Ich freue mich, dass wir mit diesem zusätzlichen Angebot im kommenden Jahr an den Start gehen. Sie sehen, wir setzen unseren Koalitionsvertrag um, liebe Kolleginnen und Kollegen. Neben dem Bürgerinnen und Bürger können sich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei internen Problemen an diese Stelle wenden. Mit der Einrichtung dieser Stelle erweitern wir das bisherige Petitionsrecht um ein niederschwelliges Angebot. Kritische Situationen sollen einvernehmlich und unbürokratisch gelöst werden, bevor sie eskalieren, bevor es erst zum Konflikt kommt. Ich glaube, mit der Schaffung dieses niederschwelligen Angebots gehen wir den richtigen Weg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die notwendigen Haushaltsmittel und die erforderlichen Stellen haben wir im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagt. Wir wollen mit der Bürgerbeauftragten an die positiven Erfahrungen anderer Bundesländer anknüpfen. Rheinland-Pfalz zum Beispiel, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern haben bereits solche Stellen. Die Erfahrungen sind nach unserer Kenntnis durchaus positiv. Die Zeitschrift für öffentliches Recht und Verwaltung führt in einem Artikel zu Bürgerbeauftragten mit dem Titel Bürgerbeauftragten Programmatik, Praxis und Perspektiven aus. Als einer der großen Vorzüge von Ombudseinrichtungen gilt die Personalisierung der Institutionen. Der Bürgerbeauftragte gibt dem Staat ein Gesicht. Er ist Ansprechpartner für die Bürger, durchbricht die Distanz der Anonymität, schlägt Brücken zur Volksvertretung ebenso wie zur öffentlichen Verwaltung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Aussagen geben Mut für die Einrichtung einer solchen Stelle auch in Hessen. Und wir erleben das doch auch als Abgeordnete vor Ort und auch als Abgeordnete in den verschiedenen Gremien, in denen wir arbeiten. Die Lebenswelten der Menschen haben sich geändert. Sie sind komplexer geworden. Die behördlichen Zuständigkeiten werden immer diffiziler. Bürgerinnen und Bürger fühlen sich im Umgang mit öffentlichen Stellen missverstanden, ungerecht behandelt. Hier kann ein Bürgerbeauftragter, hier kann eine Bürgerbeauftragte allein schon als Lotse viel helfen. Manchmal bedarf es einer Moderation, einer Vermittlung, um Probleme zu lösen oder Lösungswege aufzuzeigen. Und wir kennen das alle. Manchmal hilft ja bei Behördenproblemen auch der ein oder andere Anruf, die kurze Distanz, Menschen zu helfen. Und das, finde ich, ist ein guter Schritt, den wir hier in Hessen jetzt auch gehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Schaffung dieser Stelle wollen wir den weiteren Punkt in der Koalitionsvereinbarung umsetzen. Dort wurden die Einrichtung einer Ombudsstelle für Bürgeranliegen und für Beschwerden vereinbart. Im Koalitionsvertrag heißt es, die Ombudsstelle soll auch Anlaufstelle für Probleme zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Sicherheitsbehörden sowie auch Angehörigen der Sicherheitsbehörden sein. Sie berät Beschwerdeführer unbürokratisch und klärt Sachverhalte zügig auf. Zitat zu Ende. Sie sehen, wir setzen unseren Koalitionsvertrag zügig um, und mit der Verabschiedung des Haushalts 2020 können wir auch die gesetzlichen Grundlagen für diese Stelle schaffen. Die oder der Bürgerbeauftragte wird die bisherigen Instrumente der Personalvertretung, des Petitionsausschusses oder des Ansprechpartners für die Polizei ergänzen und Verfahren möglicherweise auch abkürzen.
Wir schaffen mit dieser Ombudsstelle eine Ergänzung, ich will das ausdrücklich betonen, der bereits vorhandenen Strukturen. Zudem folgen wir mit der Einrichtung dieser neuen Stelle einer Handlungsempfehlung des NSU-Untersuchungsausschusses des Hessischen Landtags, in der auch die Weiterentwicklung einer positiven Fehlerkultur im Bereich der Sicherheitsbehörden empfohlen wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir glauben, dass das ein wichtiger und guter Schritt für das Land Hessen ist. Die Erfahrungen, das habe ich gesagt, aus anderen Bundesländern sind sehr positiv. Ich glaube, wir ergänzen damit auch das Petitionsverfahren und das Petitionsrecht auf einer niederschwelligen Basis, also erst gar nicht die Behörden mit großen Verwaltungsakten in Bewegung setzen, sondern einfach zum Telefon greifen und den einen oder anderen Konflikt lösen oder einfach auch nur zu zeigen, wie man sich an welche Stelle wendet und wie man als Bürger weiterkommt, wenn man Probleme mit Behörden hat. Ich glaube, das ist ein guter Schritt. Ich freue mich auf einen konstruktiven Dialog. Vielen Dank, Kollege Jürgen Frömmrich. Das Wort hat der Abg. Dr. Jörg-Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für uns Freie Demokraten ist es natürlich, und da ist die Verbindungsstelle zum Kollegen Frömmrich wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger Ansprechpartner haben, wenn sie Sorgen mit dem Staat, wenn sie Sorgen mit Teilmengen des Staates, wenn sie Sorgen mit Behörden haben. Wir aber sind im Gegensatz zu den Worten des Kollegen Frömmrich der Auffassung, dass man zuallererst überlegen sollte, wie man mit den bestehenden Einrichtungen diese Aufgabe noch besser erfüllen kann. Wir wollen keinen Petitionsausschuss light, sondern wir möchten, dass das Petitionsrecht, immerhin ein verfassungsgeschütztes Recht, sowohl im Grundgesetz wie auch in der Hessischen Verfassung notiert, dass dieses Recht auch durchgesetzt wird. Und wenn ganz offensichtlich Kollege Frömmrich und die GRÜNEN der Auffassung sind, dass das nicht ganz ordentlich derzeit funktioniert, so sollten wir uns alle einmal zusammensetzen und fragen, wie können wir das bestehende System noch verbessern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind überrascht über das Vorpreschen der GRÜNEN. Ganz offensichtlich ja nicht nur die FDP-Fraktion in diesem Hause ist darüber überrascht. Ich konstatiere auch, dass es ein Verstoß gegen den Koalitionsvertrag ist, schlicht, weil Sie dort notiert haben, dass Sie mit den anderen Fraktionen zusammen darüber reden wollen. Aber auch hier wieder Redesperre. Gerade die GRÜNEN, die früher immer von Transparenz geredet haben, machen jetzt genau das Gegenteil, schmeißen etwas in den Ring hinein und sagen, das ist aber die richtige Auffassung. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kameradschaftlichkeit und Transparenz ist etwas anderes, offensichtlich ein Fremdwort für die GRÜNEN jetzt geworden. Und das merkt man ja auch daran, wie die Öffentlichkeitsarbeit für diesen Setzpunkt durchgeführt worden ist. Die Presse wurde eingeladen, aber nicht die anderen Fraktionen. Wir jedenfalls wurden wieder ausgeladen. Das ist also die Kameradschaftlichkeit, das ist die Transparenz. Herr Kollege Frömmrich, habt ihr eigentlich Angst vor uns, dass ihr uns zu den Pressekonferenzen nicht einladet? Es ist nicht kameradschaftlich. Es ist nicht kameradschaftlich. Das haben wir in diesem Hause auch bisher nicht gemacht. Es ist auch kein Hintergrundgespräch. Herr Kollege Frömmrich, Sie wissen, dass Sie gegen die Regeln verstoßen haben. Ich würde einfach sagen, Sie, Taco, ist es. Und den Rest können Sie sich dann selber, wenn Sie Latein können, auch noch erarbeiten. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass die GRÜNEN das so machen. Wir hatten ja schon einmal ein sogenanntes Hintergrundgespräch in den letzten 6 Wochen. Die einzige Frage, die ich mir noch stelle, ist, waren eigentlich die Kollegen der CDU da noch eingeladen zu ihrem Pressegespräch oder waren sie es nicht? Wir jedenfalls sind ausgeladen worden, telefonisch ausgeladen worden. Das ist aber nur eine Petitesse. Ja, Bürgerinnen und Bürger in Hessen müssen die Chance haben, wenn sie ein Problem haben oder meinen, ein Problem zu haben, dass sie einen Ansprechpartner haben. Und das ist nun einmal zurzeit hier der Petitionsausschuss. Und der macht das ja auch nicht nur hier im stillen Kämmerlein, sondern der reist ja auch durch ganz Hessen. Und das ist auch gut so, dass er durch ganz Hessen reist.
damit nicht die Bürgerinnen und Bürger alle immer hierher nach Wiesbaden kommen müssen bei besonderen Problemen. Ich kann mich daran erinnern, eine der ersten Veranstaltungen war das Thema, kriegt die Limes-Schule in Altenstadt eine gymnasiale Oberstufe, ja oder nein? Da war der Petitionsausschuss in Altenstadt, in Limesheim. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist praktische Arbeit mit den Problemen an den Problemen der Bürgerinnen und Bürger. Und da wurde auch eine sehr vernünftige Lösung gefunden, übrigens heute eine der erfolgreichsten gymnasialen Oberstufen an einer Gesamtschule in Hessen. Ich will damit sagen, ich weiß nicht, Jürgen, dass du so nervös bist, dass du darauf hinweisen musst, dass du damals der Berichterstatter warst. Dann müsstest du ja wissen, dass es Quatsch ist, jetzt einfach mal einen Bürgerbeauftragten zu fordern, sondern erst einmal das System zu nutzen, so wie es ist. Dann müsstest du es ja wissen. Aber du weißt, aber Sie, Herr Kollege, wissen ja ganz genau. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind die guten Erfahrungen, von denen Herr Frömmrich gesprochen hat. Ich will jetzt Ihnen nur einmal vorlesen, was das so kostet. Demokratie kostet Geld, keine Frage, aber in dem richtigen Rahmen. Deshalb ist unsere Auffassung, wir setzen uns zusammen und schauen mal, wie wir das Petitionsreferat, die Petitionsarbeit, den Petitionsausschuss noch weiter in die Puschen bringen wollen, Puschen bringen können. Die Arbeit in Baden-Württemberg wird besoldet mit B3 und B4. In Rheinland-Pfalz, man höre und staune, mit B9. Kollege Dr. Hahn, lesen Sie schneller, die Zeit ist um. Schon gesehen. In Schleswig-Holstein mit B6. Es gibt einen einzigen. Darauf habe ich jetzt gewartet. Da seid ihr aber dabei, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ihr habt es gewollt, dass das in den Koalitionsvertrag hereinkommt. Genauso wie die CDU jetzt sagen kann, es wollten ja die GRÜNEN. Wir wollen, dass wir uns zusammensetzen und nicht einen Versorgungsposten wieder für einen Sozialdemokraten, nein, für einen GRÜNEN in Hessen schaffen. Das ist das Geld nicht wert. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Hahn. Nächster Redner ist der Abg. Günter Rudolph. Ja, mach doch mal, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, das Verfahren ist schon, sage ich mal, interessant, was die GRÜNEN so entwickelt haben. Und als Herr Frömmrich lobte, dass das alles toll ist, war die Euphorie in der CDU-Fraktion übersichtlich. Also so an den Reaktionen fand ich, stand das nicht an erster Stelle. Aber Sie hatten ja, glaube ich, jede Fraktion drei Wünsche frei. Und insofern war das, glaube ich, nicht der Wunsch der CDU. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, ich finde, der Ansatz ist nicht der verkehrteste. Stand übrigens im letzten Koalitionsvertrag schon drin, dass Sie eine Art Ombudsmann-Ombudsstelle einrichten wollen. Haben Sie 5 Jahre zu gebraucht, um das nicht hinzukriegen. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach dem ersten Jahr der Koalition hat der Abg. Frömmrich das vorgestellt. Ich würde ja gern, Sie haben es formuliert, in einen konstruktiven Dialog treten. Wenn ich denn etwas hätte, über das ich in einen Dialog treten könnte, nehme ich zum Beispiel mal die Rahmenbedingungen. Und da will ich mal sagen, das, was der Kollege Hahn gesagt hat, ist ja richtig. Ich verweise auf Artikel 16 in der Hessischen Verfassung, dass sich jeder Mann, jede Frau an den Landtag wenden kann. Und wir haben einen Petitionsausschuss, das will ich jetzt einmal sagen, für alle dort tätigen Kolleginnen und Kollegen unter Führung von Manuela Strube, die, finde ich, eine exzellente Arbeit machen über all die Jahre. Die gehen vor Ort. Manuela Strube hat auch, sagen wir mal, das mit den Sprechstunden außerhalb stark intensiviert. Und das nehmen, glaube ich, alle Kolleginnen und Kollegen wahr. Und das, was wir hören, ist die Arbeit in diesem Petitionsausschuss konstruktiv. Und man kann auch, glaube ich, sagen, über alle Parteigrenzen hinweg, weil ja genau der Ansatz richtig ist. Es gibt Bürgerinnen und Bürger, die wenden sich an den Petitionsausschuss, die wenden sich an uns, an einzelne Abgeordnete, manchmal mit eher einfachen, subtilen Dingen. Und manchmal kann man verzweifeln auch an Bürokratie. Und manchmal, da stimme ich Kollegen Frömmrich zu, reicht ein Anruf oder ein Hinweis, was das für ein Unsinn ist, der da produziert wurde. Das ist in Ordnung, das ist auch unser Job als Abgeordnete, zumindest wenn wir ihn ernst nehmen. Die zentrale Frage, und die haben Sie nicht beantwortet, weil wir reden hier natürlich auch noch nicht über ein Konstrukt, was vorliegt. Laut meinen Informationen haben Sie das für das Frühjahr angekündigt. Wie machen Sie die Abgrenzung zum Petitionsrecht?
Weil was nicht geht, ich habe im Haushaltsplan bei den Beratungen im Ältestenrat, als es um den Haushaltsplan des Landtages ging, da stand die Stimme, Landtagspräsident ist jetzt gerade nicht da, aber ich habe es ihm schon gesagt, vorauseilender Gehorsam wurde schon eine B3-Stelle plus zwei weitere Mitarbeiter veranschlagt. Der Landtag hat den Haushalt noch nicht beschlossen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf Nachfrage, ich glaube, Kollege Kaufmann war es, ja, das soll irgendwie beim Petitionsreferat angesiedelt werden, wir wissen das aber noch nicht so genau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was nicht geht, was nicht akzeptabel ist, dass irgendein Mitarbeiter, wahrscheinlich beim Landtag beschäftigt, wahrscheinlich vorher in der Koalitionsrunde von CDU und Grünen ausgewählt, dann über dem Petitionsrecht und den Abgeordneten des Petitionsreferats steht. Das lassen wir Ihnen an der Stelle jedenfalls nicht durchgehen. Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Weil dann können wir gleich, nee, Herr Wagner, hören Sie auf mit der Moralinsäue am frühen Donnerstagmorgen um 9.25 Uhr. Das, wenn die Grünen etwas aus ideologischen Gründen durchdrücken wollen, egal ist, um was es da Ihnen bei der Sache geht, sondern wenn wir Bürgerinnen und Bürger deren Sorgen und Nöte ernst nehmen, dann müssen wir eine Konstruktion finden, in dem sowohl der Petitionsbereich, die Abgeordneten ihre Arbeit vernünftig wahrnehmen können und keinen Aufpasser. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Rheinland-Pfalz, da gibt es eine vom Landtag gewählte Bürgerbeauftragte. Das ist ein Konstrukt, über das können wir reden, ähnlich unabhängig wie der hessische Datenschutzbeauftragte. Sie haben dazu nichts gesagt. Sie haben in der Pressemitteilung dazu nichts gesagt, und der Kollege Kaufmann hat im Ältestenrat etwas anderes gesagt. Und deswegen, erst einmal muss man wissen, was man will. Zweitens muss man sich mit dem Koalitionspartner einigen. Da gibt es heftigen Vorbehalt, hören wir. Es wird aber gemacht, weil die Koalitionsrunde Montagabend das irgendwie beschlossen hat, meine sehr verehrten Damen und Herren, geschenkt. Wir wollen, ich bin gut informiert, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen jedenfalls ein Konstrukt, indem die Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuss ihre Arbeit vernünftig weitermachen können. Und wir dulden nicht, dass es da einen Oberaufpasser gibt. Wenn Sie sagen, die Person, Sie haben eben gesagt Bürgerbeauftragte, also offensichtlich weiblich, würde ich daraus abschließen, wahrscheinlich auch den Grünen zugehörig, so interpretiere ich das jetzt auch mal. Wenn es Ihnen um die Sache geht, kann ich nur das sagen, was Herr Hahn sagt. Kommen Sie auf alle Fraktionen zu, lassen Sie uns über die Ausgestaltung einer solchen Funktionsrede Stelle reden. Und was wir brauchen, ist die klare Trennung Petitionsrecht, Bürgerbeauftragter und anderen Institutionen. Aber was nicht geht, parteipolitische Spielchen, genauso soll es sein. Das werden wir am Schluss sehen, wie ernsthaft Ihr Angebot ist. Sie haben sechs Jahre etwas versprochen. Sie haben sechs Jahre nichts hingekriegt. Sie werden in Kürze eine Alternative der SPD bekommen. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen. Vielen Dank, Kollege Günter Rudolph. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Forderung nach einer Ombudsstelle ist mindestens so alt, wie die Fraktion DIE LINKE hier im Hessischen Landtag ist. Seit wir 2008 zum ersten Mal in den Landtag eingezogen sind, fordern wir diese Stelle. Übrigens ebenso wie die GRÜNEN. Und wir haben dieses Jahr bereits zweimal gefordert und auch beantragt, dass die Koalitionsvereinbarung hier nun endlich umgesetzt wird. Wir haben zudem auch beschrieben, wie diese Stelle aussehen sollte. Über die grundsätzliche Notwendigkeit sind wir uns also mit den GRÜNEN einig. Deshalb könnten wir jetzt sagen, endlich passiert etwas. Es hat sich gelohnt, alle diese Jahre den Druck gemacht zu haben. Wir fordern, dass Vorwürfe gegen Behörden nicht durch die gleichen Behörden aufgearbeitet werden, sondern so unabhängig wie möglich. Und wenn es z. B. um Korruptionsvorwürfe geht, ob die Vorwürfe nun berechtigt sind oder nicht, es ist für alle Beteiligten immer besser, wenn es eine möglichst außerhalb der formalen Behördenstruktur stehende Institution gibt, die das dann aufarbeitet und so unabhängig und neutral wie möglich. Wenn beispielsweise Bürgerinnen und Bürger oder Polizistinnen und Polizisten Vorwürfe gegen Polizisten erheben, dann muss diesen unabhängig, unbeeinflussbar nachgegangen werden können. Wir kennen diese Debatten seit Jahren.
und die Forderung beispielsweise von Amnesty International dazu. Eine Stelle, die direkt beim Hessischen Landtag angesiedelt wird, erscheint uns dafür sinnvoll. Doch so einfach, den GRÜNEN jetzt zu danken, ist es leider nicht. Denn wir wissen ja gar nicht, und das ist ja schon gesagt worden, was da nun auf uns zukommt. Normalerweise gibt es für eine solche Einrichtung einen Gesetzentwurf, über den wir hier im Plenum reden. Denn es muss doch von Anfang an klar sein, wie eine Ombudsstelle für die Bürgerinnen und Bürger mit welchen Möglichkeiten bearbeiten kann. Welche Aufgaben hat diese Bürgerinnenbeauftragte und welche Kompetenzen? Das ist ganz wichtig. Wie soll das Zusammenwirken mit Justiz, Parlament und Landesregierung aussehen? Und auch, wird sie vom Landtag gewählt oder von wem auch immer bestimmt? Dazu liegt uns bisher null und nichts vor, außer einer Pressemitteilung von Jürgen Frömmrich über das, was schon im Koalitionsvertrag steht. Das ist aber nichts Neues. Deshalb will ich zuletzt meine einige Anforderungen hinterlegen. Es geht um eine Stelle beim Landtag. Sie soll bewusst dem Regierungshandeln entzogen sein. Deshalb sollten, ja müssen sogar, alle Landtagsfraktionen am Gesetz und damit an der Ausgestaltung beteiligt werden. Erst das schafft Vertrauen. Es geht hier nicht darum, dass Sie sich selbst beweihräuchern, sondern dass Sie mit uns in die Diskussion kommen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN. Es geht um eine Stelle beim Landtag und nicht bei der Landesregierung. Was für uns nicht akzeptabel ist, wäre im Übrigen ein landesweiter Kummerkasten ohne Durchgriffsbefugnisse. Wir brauchen auch keine Art zweiter Petitionsausschuss. Ja, es stimmt. Oftmals kann man Bürgerinnen und Bürgern mit einigen Telefonaten weiterhelfen. Dafür brauchen wir aber diese unabhängige Stelle eben nicht. Das ist ja schon gesagt worden. Hier gibt es das Petitionsrecht, und das ist verfassungsrechtlich verankert. Deshalb, was wir brauchen, ist eine Ombudsstelle für ernste Konflikte und Vorwürfe gegen Behörden oder bei Konflikten und Vorwürfen innerhalb von Behörden. Hierfür muss der Landtag eine selbstbewusste und mit starken Rechten ausgestattete Stelle schaffen. Erst dann sind wir einen Schritt weiter. Derzeit sind wir das leider noch nicht. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat die Frau Abg. Birgit Heitland, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Regierungsfraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, eine unabhängige Ombudsstelle für Bürgeranliegen und Beschwerden einzurichten. Und ich weiß überhaupt nicht, warum man sich am frühen Morgen hier schon so anschreien muss. Ich versuche, die Debatte jetzt einfach einmal zu versachlichen. Natürlich, Herr Rudolph, gibt es Koalitionen, es gibt Wünsche des einen Partners, es gibt Wünsche des anderen Partners. Man setzt sich zusammen, man diskutiert, man schreibt es nieder, und dann setzt man es auch so um, zuverlässig, geräuschlos. Und das macht diese Koalition so erfolgreich. Das wird ein gutes, niederschwelliges Angebot für die Bürgerinnen und Bürger, um Irritationen und Konflikte unbürokratisch zu lösen. Aber auch ich möchte es vorwegnehmen. Das soll eine Ergänzung zu bereits vorhandenen Strukturen darstellen. Es soll diese nicht revidieren und damit auch nicht in Konkurrenz treten. Denn meine Damen und Herren, die Petitionsarbeit des Landtags hat sich bewährt.
Allein 1.000 Petitionen in 2018 wurden bearbeitet. Auch in diesem Jahr haben wir sicherlich schon eine sehr hohe Anzahl. Und das ist doch der beste Beweis. Wir kommen der Selbstverpflichtung des Staates aus Artikel 17 des Grundgesetzes und Artikel 16 der Landesverfassung nach, dass jeder Mensch sich mit Bitten oder Beschwerden an den Hessischen Landtag wenden kann. Und jedes dieser Anliegen wird verantwortungsvoll und sachgerecht bewertet, politisch begleitet. Jeder Mensch erfährt Gehör. Und für Ihre großartige Arbeit, trotz des großen Andrangs, bin ich den verantwortungsbewussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Petitionsreferates sehr dankbar. Dank Ihnen konnte vielen Menschen in Hessen geholfen werden, gemeinsam mit der Arbeit der Abgeordneten. Und flankiert wird das Petitionsrecht, und da haben Sie recht, Herr Rudolph, mit der neuen Legislaturperiode und der guten Zusammenarbeit mit der Vorsitzenden Manuela Strube, die ich auch betonen möchte, haben wir das System ein Stück weit verändert, gehen mit den Bürgersprechstunden jetzt noch weiter raus ins Hessenland, und mehr Abgeordnete sind dabei. Alles korrekt. Die Sachlage zeigt somit, wir haben bereits gute und transparente Instrumente, um Bürgeranliegen schnell und unbürokratisch aufzugreifen. Gleichwohl müssen wir uns aber nicht auf Lorbeeren ausruhen. So wie sich unsere Gesellschaft wandelt, so muss auch das Petitionsrecht als Grundrecht mit der Zeit gehen. Wir haben uns daher im Koalitionsvertrag auch darauf verständigt, das Petitionsrecht mit einem Petitionsgesetz weiter zu stärken. Ein Mosaikstein der Weiterentwicklung einer umfassenden Bürgerbeteiligung ist eben die geplante Ombudsstelle für Bürgeranliegen und Beschwerden, die beim Hessischen Landtag angesiedelt werden soll. Bürgerbeauftragte können das bereits sehr gute Angebot weiter abrunden und beispielsweise durch Mediation bei Konflikten zwischen Bürgern und Behörden auch tätig werden. Und ich will Ihnen mal ein weiteres Beispiel nennen, was es auch bereits bei uns in Hessen gibt und was an der Stelle auch nicht in Konkurrenz treten soll. Das ist nämlich die Anlaufstelle bei der Polizei. Die Stelle wurde neben den bereits bestehenden polizeiinternen Angeboten außerhalb der Hierarchie und den Strukturen der Polizei geschaffen. Und Unabhängigkeit und ein Höchstmaß an Diskretion sind hier eben unabdingbar. Und auch hier möchte ich noch einmal erwähnen, seit diesem Jahr führt Herr Jürgen Becher diese Funktion mit großer Erfahrung und Integrität aus, wofür wir ihm ebenfalls sehr dankbar sind. Das Bürgertelefon der Hessischen Staatskanzlei bietet auch eine Möglichkeit, sich in Angelegenheiten der Hessischen Landesverwaltung an die dortigen Ansprechpartner zu wenden. Herr Rudolph, lassen Sie mich doch einmal ausreden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mir ist es abschließend, denn die 5 Minuten sind rum und ich halte mich dran, mir ist es abschließend noch einmal wichtig zu betonen, dass es sich bei der geplanten Stelle der Bürgerbeauftragten um ein ergänzendes Angebot handelt, welches bestehende Angebote nicht revidiert und nicht zu ihnen in Konkurrenz steht. Und in Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Die Gesellschaft wandelt sich, und so muss sich auch unsere Demokratie weiterentwickeln. Und die Umsetzung einer zukunftsorientierten, modernen Bürgerbeteiligung ist ein zentrales Anliegen dieser Koalition. Und Sie werden den eingeforderten Gesetzentwurf vorgelegt bekommen. Und wenn ich meine Aufgabe hier richtig verstanden habe, haben wir dazu Lesungen, haben Diskussionen, haben Anhörungen. Und dann wird das Ganze einen guten Weg gehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Heitland. Das Wort hat der Kollege Bernd Vohl, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete!
mehr Beteiligung wagen, keine Angst vor Bürgerfragen haben. Es geht um Formen der direkten Demokratie, um gelebte Ausfüllung gesetzlicher Beteiligungsrechte bis hin zu einem modernen Teilhabeverständnis. Beteiligung ist ein umfassendes, ein übergreifendes Thema, ein durchgängiges Prinzip. Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung, Mitsprache, Einbeziehung, dies alles sind Begriffe mit derselben Wurzel. Es ist die Wurzel eines modernen Menschenbildes, eines modernen Gesellschafts- und Staatsverständnisses. Mehr Beteiligung von Bürgern, auch außerhalb von formalen Rechtsverfahren, mehr Informationen und Transparenz führen am Ende zu mehr Zustimmung und Zufriedenheit, zu mehr Bereitschaft für die allgemeine Teilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten. Dies ist der Sinn von Beteiligung. Das ist der Grund für die Einrichtung des Amtes eines Bürgerbeauftragten. Als AfD-Fraktion können wir diesem Vorhaben möglicherweise positiv gegenüberstehen. Der Bürgerbeauftragte ermöglicht es nämlich, allen Bürgern, sich mit einem berechtigten Anliegen unter Umgehung mitunter sehr beschwerlichen und langen Dienstwegen Gehör zu verschaffen. Dies ist ein Element der direkten Demokratie und trifft damit die Kernposition der AfD. Der Vorstoß der GRÜNEN aber, ab dem Jahre 2020 einen Bürgerbeauftragten in Hessen zu etablieren, kommt jedoch höchst unvermittelt und zudem völlig überraschend. Auch sind mein Kollege Wissenbach und ich als Mitglieder der AfD-Fraktion im Petitionsausschuss davon völlig überrascht worden, da das Vorhaben Bürgerbeauftragte in diesem Ausschuss zu keinem Zeitpunkt thematisiert wurde. Und gerade in diesem Ausschuss hätte es diskutiert werden müssen. Möglicherweise, meine Damen und Herren, wäre bei einer sachgerechten Ausgestaltung ein Bürgerbeauftragter für das Land Hessen eine sinnvolle und zweckmäßige Ergänzung zur bestehenden Struktur des Petitionsausschusses. Dazu müssen wir jedoch auch einige Fragen stellen. Gibt es eine exakte Stellenbeschreibung für die Position des Bürgerbeauftragten und seiner Mitarbeiter? Nein, wir haben nichts gehört. Sind diese Stellen bereits einzelnen Personen zugeordnet? Haben Sie schon jemanden, den Sie dort versorgen möchten? Oder soll der Bürgerbeauftragte hier vom Parlament gewählt werden? Wie es sich eigentlich gehört, wissen wir nicht. Keine Antwort von Ihnen bis jetzt. Ist der Bürgerbeauftragte innerhalb des Petitionsausschusses verortet oder wirkt er unabhängig von diesem? Auch eine Frage, die hier zu beantworten ist. Diese Fragen sind nicht abschließend zu verstehen. Es gibt noch viele Fragen, die vorab geklärt werden sollten. Trotzdem sind gemäß Pressemitteilung der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN vom 5. Dezember 2019 für diese Position bereits für den Landeshaushalt 2020 im Einzelplan des Hessischen Landtags 350.000 € für den Bürgerbeauftragten sowie zwei weitere Mitarbeiter eingestellt worden. Warum debattieren wir heute im Plenum darüber, wenn offenbar bereits im Vorfeld hinsichtlich der Stelle des Bürgerbeauftragten schon Fakten geschaffen wurden von Ihnen? Das Vorgehen durch die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN wird von der AfD-Fraktion hier klar verurteilt. Es wäre sachlich, Herr Frömmrich, es wäre sachlich angemessen gewesen, ein solch wichtiges Thema im Sinne der hessischen Bürger vorab im dafür zuständigen Ausschuss mit allen Fraktionen detailliert zu diskutieren. Das wäre eine Vorgehensweise gewesen, die diesem Parlament auch gut zu Gesicht gestanden hätte. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Vohl. Meine Damen und Herren, es gibt hier immer mal wieder so Zwischenrufe, Heuchelei von links nach rechts und umgekehrt. Das hören wir nicht so gern. Ich will das mal so sagen. Das ist unter der Stufe einer Rüge. Aber das hören wir nicht so gern. Und da das von allen Seiten kommt, hören wir es von allen Seiten nicht so gern. Ab und zu hören wir gar nichts. Aber trotzdem haben wir es gehört. Und deshalb wollte ich mal darauf hinweisen. Das Wort hat Herr Staatsminister Wintermeyer. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich will mit einem Zitat beginnen.
Wir wollen hinhören und aufgreifen, was die Bürgerinnen und Bürger in Hessen bewegt. Unser Ziel ist eine Politik, die sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen ausrichtet, nicht abseits davon. Das ist ein Zitat aus dem Koalitionsvertrag der die Landesregierung tragenden Fraktionen. Meine Damen und Herren, mit der geplanten Einrichtung eines Bürgerbeauftragten im kommenden Jahr wird dieses Ziel nun wahrscheinlich weiter umgesetzt werden. Wie, meine Damen und Herren, das wird hier der Hessische Landtag entsprechend entscheiden. Deswegen lassen Sie mich grundsätzlich sagen, mit dem Bürgerbeauftragten beim Hessischen Landtag wird es neben dem verfassungsrechtlich verbrieften Petitionsausschuss und auch dem Bürgertelefon der Hessischen Landesregierung in der Staatskanzlei eine weitere zentrale Stelle geben, die sich um die Anliegen der Menschen kümmert. Er oder sie soll vornehmlich helfen und Auskunft erteilen, zwischen Bürgern und Institutionen vermitteln und Bürger bei der Wahrnehmung ihrer Rechte gegenüber dem Staat unterstützen. Und das, meine Damen und Herren, überparteilich, unabhängig, vertraulich und niederschwellig. Die Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass Bürgerbeauftragte aufgrund der in der Regel kurzen Wege, die ihnen zur Verfügung stehen, Möglichkeiten haben, unbürokratisch Sachverhalte aufklären und erklären zu können, was oft zu einer schnellen Hilfe oder Befriedung führt. Meine Damen und Herren, die Hessische Landesregierung sagt schon jetzt hierfür die Unterstützung und unsere gewohnt professionelle Zusammenarbeit zu, wenn dies gewünscht und notwendig ist. Meine Damen und Herren, es ist ein fundamentales Kennzeichen hessischer Politik, unsere Bürgernähe. Und für uns heißt Verwaltung Dienst für die Gesellschaft, für die Menschen und nicht umgekehrt. Und Herr Rudolph, das ist nicht geheuchelt, sondern wir meinen es ernst. Vielen Dank, Herr Minister. Damit ist die Aussprache beendet.